Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute mit etwas schwacher Stimme. Ich bin erkältet, aber ich möchte dennoch ein Video für euch machen. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal kurz eine Pause machen muss, weil ich mir die Nase putzen muss oder sowas halt. Also ist das halt, wenn man krank ist. Aber es ist alles so gut, dass ich vernünftig reden kann. Sehr origineller Name. Chaosritter. Und... Es ist aber kein Chaosritter! Was soll das? Ist ja voll die Verarsche. Nennt sich Chaosritter, ist aber kein Chaosritter. Ja. Ich mach mal wieder den Schicksalspfad und krieg erstmal einen EP-Segen der Göttin. Da ist noch ein Segen der Göttin. Nochmal Segen der Göttin. Ah, Ausreißer Amok. Da ist mal was Interessantes zum Leveln. Ich begrüße auch mal die Gilde. Sollte man immer machen. Ja, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, die Buchquest ist nicht ganz so auf dem Stand wie die Hauptquest. Also man muss hier Viecher kloppen, die man in der Hauptquest selber nicht kloppen muss. Deswegen kümmere ich dich da jetzt drum und kloppe hier die Magier tot. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Monster doppelt besiegen muss danach. Weil ich ja doch eine relativ lange Zeit nichts gemacht habe in die Richtung. Ja, das heißt, es geht jetzt Richtung Magier kloppen und die Psychos. Das Schöne daran ist jetzt hier an dem Spot, man kann die Magier eigentlich relativ gut besiegen, ohne dass man selber großartig in Schwierigkeiten kommt. Der Name Magier sagt es ja eigentlich schon, das sind eigentlich Fernkämpfer, aber die können natürlich auch mit ihren Stäben zuhauen. Und auch das sollte man nicht unterschätzen. Das ist nämlich die Geheimwaffe jedes Magiers. Sein Stab, da rechnet man nämlich nicht mit. Da könnten ja auch Klingen rauskommen. Ja, eine gute Frage, wie teuer ist das günstigste Premium-Kostüm? Da ist erstmal die Frage, was meint man denn jetzt? Wenn ich was für den Kopf nehme, dann ist das deutlich billiger als, ja, das normale Kostüm. Wenn man Rückenkostüme nimmt, die sind eigentlich immer besonders teuer. Also hier, ne? Das. Die beiden sind mit die billigsten. Und das hier, Kopf auch noch. Die Waffen ist immer abhängig davon, ob man zwei Hand nimmt oder ein Hand. Ja. Brust, also Körper, ist schon teurer. Und Rücken ist einfach das teuerste. So, Wüstenrattenkämpfer und Wüstenrattenjäger. Ich meine, die habe ich schon mal in der Hauptquest gemacht und dort habe ich es einfach versäumt, vorher die Buchquest zu machen. Aber gut, so ist das jetzt. Dann muss ich das halt doppelt machen. Gibt mehr EP, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, bei den Rückenteilen ist das Ganze ein bisschen schwierig. Da gibt es sehr viele Flügel. Die sind dementsprechend auch sehr angesagt in der Regel. Und da gibt es aber halt auch beliebtere Sachen. Und die Frage ist eigentlich immer, ist das Teil gerade im Altar oder nicht? Und wenn es im Altar ist, wie oft bekommt man es? Ja.
gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich die Antwort weiß. Ja, es ist... Der Markt in Eden, wer sich damit auskennt, der wird sagen, oh, das ist ja easy. Die Antwort weiß ich ja selber. Aber ich muss gerade echt überlegen, welches das günstigste ist und vor allem für wie viel man das bekommt, weil ich möchte ja auch keine falsche Antwort geben. Ich schätze aber jetzt einfach mal... also ich würde so um die 2k schätzen, aber ich kann es gerade nicht genau sagen. Und dann gibt es bestimmt in der Gilde Leute, die das besser wissen. So, jetzt brauche ich nur noch Jäger, weil ich die Kämpfer alle gekloppt habe. Das heißt, ich sollte mich auch so hinstellen, dass ich nach Möglichkeit keinen Kämpfer mehr aggroziehe. So, nächste Buchquest. Wüstenzangenlarve. Na also, endlich mal was, wo ich auch die Hauptquest weitermache. Geht doch. So, schnell aufs Alpaka drauf. Das wird ja mich jetzt ein gutes Stück. So, die Klasse hatte Level Up, ist jetzt 36. Heißt wieder laufen, Skills uppen. Nee, kennen wir ja schon inzwischen. Hier wäre Weichzer sein Rückenkostüm, wenn ihr darauf kommt, das ist relativ teuer. Ja, Wüstenzangenlarven. Wir befinden uns inzwischen in der Nähe von der nächsten Instanz, die sich schimpft Dianak. Ja, hier, Dianak. Jetzt habe ich endlich mal hinbekommen, die Karte zu schließen. Ah, der Pierre-Chat ist auch wieder lustig zu lesen. Den würde ich, glaube ich, sehr zerstören mit Level 47. Nein, du würdest dich selber zerstören. Das ist nämlich so, hat Blutrache an sich. Ja, ihr seid ganz schnell selber tot. Ob ihr da 75 seid oder nicht. Also gut, bei 75. Da kratzt ihr den gekotzt. Da greift ihr den einmal an und das Vieh ist tot. Natürlich, ja. Klar. Aber... man darf den Scheiß nicht unterschätzen, ja? Blutrache ist nicht lustig. Wenn ihr einen Boss mit Blutrache habt und zufälligerweise auch noch Nahkämpfer seid, dann wünsche ich euch viel Spaß, weil dann greift der ja auch noch neben den Skills, den ihr einsetzt, die ihr kontrollieren könnt leicht, ne? Also Taste drücken, Skill einsetzen, super easy. Habt ihr auch noch den Auto-Hit-Schaden. Der kommt dann auch noch dazu. Und da dagegen zu heilen, ist nicht so einfach. So. Ja. Es geht weiter mit irgendwelchen Wüstenzangenlarven, ja. Für mich sind das keine Larven mehr, sondern für mich sind das schon direkt Käfer. Aber so kann man sich irren. Ich meine, die inneren Werte zählen ja bekanntlich. Sagt man ja so. Ja, das Mana kracht immer noch alle. Gehen. Heißt, ich lasse meinen Sperling kämpfen. Boom, boom, boom.
Boom, tot. Ey, das Vieh hat mich einmal angegriffen und dann nicht mal getroffen. Ja, Schicksalsfahrt geht weiter mit Würfeln. Eine 3. Ja, warum kriege ich eigentlich die ganze Zeit die Dinger, wo ich nichts rausbekomme? So, jetzt muss ich gleich 5 machen und kriege eben hier Segen der Götter. Den hatte ich ja eben schon bekommen. Ja. So läuft das hier. 6. 3. Ja, gut. So, Schatzsucher, Ausreißer, Amok kann man mal mitnehmen. Das sind wieder 3 Viecher. Das heißt, wieder aufpassen, ne? Die machen Schaden. Man glaubt es kaum, aber ja, die machen Schaden. Und wir befinden uns hier gerade an einer Stelle, wo dann auch noch normale Viecher dazukommen und meinen, einen ebenfalls anzugreifen. Das bringt Freude. Aber auch vor allem törichte Gedanken. Und ein Juwel. Okay. Und ein volles Inventar. Natürlich auch ein volles Inventar. Gieriger Gedanke ebenfalls. Okay. Ja, man sieht es schon, mein Inventar ist relativ voll. Der Halunkel ist tot. Irgendeinen Trank bekommen. Die kann ich auch nutzen. Die ist ab Level 40 einsetzbar. Das ist gut. Ja, das ist wieder so eine tolle Quest hier gerade, die ich mache. Das kennt ihr selber von MMOs wahrscheinlich. Ihr dürft für die Hauptquest, also wo man doppelte Quest bekommt, ihr dürft für die Hauptquest braucht ihr nur 9 Larven. Für die Buchquest braucht ihr das fast das Dreifache. Also 26 Larven. Sowas ist dann eigentlich immer sehr ermüdend und nervend. Weil man denkt, okay, ja, in der Zeit könnte ich auch 9-mal Amur Wanderer und 9-mal Amur Exilant töten. Ja. Könnte man. Aber man ist noch mit der Buchquest beschäftigt. Und ich fände es echt cool, wenn es im Schicksalspfad ebenfalls einen vernünftigen Mana-Regenerations-Buff geben würde. Weil ich habe hier schon wieder ein bisschen Mangel an Mana. Gut, die Larven habe ich ja jetzt gleich geschafft. Dann kann ich die Buchquest wenigstens schon mal abgeben. Ah, noch eine. Und da ist die Buchquest beendet. Machtschriftrolle Level 50 kann ich gut gebrauchen. Ich habe hier eine neue Waffe bekommen. Zum Weiterlesen bitte umblättern, ja. So, jetzt brauche ich die Wanderer und Exilanten. Deswegen habe ich die in der Hauptquest auch noch nicht weitergemacht, weil ich genau das geahnt habe. Ja, ist eigentlich immer so. Ja. Kann wieder neue Rüstung anlegen. Auch immer sehr wichtig. Und ich kann hier unidentifizierter roter Stein und rotes Kristallerz, das kann ich wegwerfen. Das brauche ich nicht. Zumindest nicht für die Hauptquest. So, jetzt geht's weiter mit den Exilanten und Wanderern.
die laufen hier einfach schön rum. Die kann man eigentlich auch ganz gut farmen. Sowohl für die Hauptquest als auch für die Buchquest. Und diesmal macht es halt auch nicht so viel aus, dass man jetzt 13 kloppen muss und für die Hauptquest nur 9 braucht, weil es einfach ein Riesenunterschied ist, ob ich einmal ja letztendlich 8 Monster mehr kloppen muss oder gleich ja 18 zu 17. Da hinten sieht die ein Portal. Dieses Portal ist schon ewig dort. Ich meine, seitdem es das Spiel gibt, gibt es das Portal. Und seitdem es das Spiel gibt, führt das Portal nirgendwo hin. Es ist einfach da, aber es hat keine Verbindung. Und ich kann auch einfach mal zeigen, warum. Wenn man auf die Karte geht, dann merkt man, hier ist noch kein Punkt. Während in Gebieten, in denen ich noch gar nicht sein kann, also beispielsweise das Gebiet, nee, das Gebiet hier, Gemsiskamp, da war ich ja noch nicht, schon einen Punkt hat. Ja, deswegen, das Portal hat immer noch keine Verbindung. Ich bin mal gespannt, wann diese Verbindung denn mal kommen wird. Ja, man stellt auch fest, es gibt hier deutlich mehr Exilanten in dem Gebiet, wo ich gerade farme, die ich ins Target bekomme als Wanderer. Gut, das ist jetzt so. Zur Not kann man dann halt nachher explizit die Wanderer noch nachfarmen. Das ist ja jetzt weniger das Problem. Vor allem, weil dort noch ein zweiter Wanderer ist. Oh, der war doch gar nicht tot. Jetzt ist er aber tot. So, jetzt bin ich mit dem Wanderer schon mal ein bisschen hinterhergekommen. Kann das ja immer anpassen, was für Gegner man jetzt gerade kloppt. Das kann man gut anpassen. Ich muss nebenbei auch immer ein bisschen auf meine HP und auf meinen Mana achten, aber gut, die HP-Pots, die wollte ich ja sowieso auch brauchen. So. 10 Amur-Exilant und 8 Wanderer habe ich jetzt gleich. Jetzt habe ich einen Wanderer. Und da ich eben schon einen Wanderer hatte, ist jetzt die eine Quest beendet, die Hauptquest. Ah, mein Pet hatte Level Up. Das ist gut. Ich selber habe auch schon wieder 45% gemacht. Jetzt sind sie sogar gleich auf. Und jetzt gleich habe ich dann auch endlich die Buchquest beendet. Das waren dann jetzt alle 4 Buchquests in einer Folge. Schon mal in Richtung Amurs Seele, habe 50 Kirschen bekommen und rede jetzt mit Amurs Rede Seele und hol mir einen Intelligenztrank Nummer 2, ja, Level 2, nicht Nummer 2, und kann jetzt ganz einfach hier den Ghoulpriester dort da vorne töten. Sollte jetzt nicht das große Problem werden, auch wenn der Fernangriffe hat und dort so ein bisschen. So, besiegt. Ich habe auch den Gedankenstein, den man von mir verlangt hat, direkt gedroppt. Das ist ja normal bei solchen Monstern. Und jetzt stellen wir fest, oh verdammt, das Inventar ist voll. Was machen wir also? Wir versuchen unser Inventar vernünftig zu entmisten. Und wie entmistet man?
ein Inventar vernünftig. Man nutzt. Oh, das war nur eine Machtschriftrolle Level 40. Ich brauche natürlich eine Level 50. Man nutzt beispielsweise Schriftrollen, um Waffen aufzuwerten. Ja, die Waffe kann man dann auch ausrüsten. Man beschwert die Pots, die man bekommen hat. Das ist auch immer eine gute Sache, ne? Also, ja, in der Hoffnung, dass man irgendwas von denen droppt, was man noch nicht hatte. Der lässt sich hier sogar super einfach brechen. Weil wir ja Naturschaden machen mit dem Erdschock. Man sieht ja auch immer schon bei den Gefäßen, was für Bruchpunkte die haben. Erfolg bekommen, ganz wichtig. Jetzt müssen wir noch Vivien töten. Merken Sie jetzt, dass Sie kein Mana haben, dann verwenden Sie bitte einen von unseren super tollen MP-Tränken. Wir empfehlen diesen. Ja. Warum den Tod bekämpfen? Niemand lebt für immer. Gute Frage, nächste Frage bitte. Darauf weiß ich leider keine Antwort. So. Oh, der hat Schlag und heilig. Kann ich brechen. Wichtig ist jetzt hier erstmal, dass der Sperling nicht mit angreift, weil sonst würde ich den nicht gebrochen bekommen. Der macht ja bekanntlich Stichschaden. Sobald der dann gebrochen ist, kann dann mein Sperling auch wieder angreifen. Ach, mein Sperling hat die ganze Zeit mit angegriffen. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte ihn ausgemacht. Gut. Shit happens. Hat ja trotzdem gefunktioniert. So, jetzt den richtigen Umhang. Die mit M-Quadrate nehmen. Und jetzt kriegen wir noch eine Laufquest. Wir müssen mit Pütz reden. Putzfrau! Jamael wurde für die Befreiung des uralten Geistes von seinen Fesseln anerkannt. Als Retter anerkannt, Entschuldigung. Ja, cool, ne? Wir mussten jetzt einfach nur hin und her rennen und haben dafür jetzt sogar eine dickfette Belohnung bekommen. Was will der denn hier? 75er? Viel zu hoch. Ja. Sowas immer toll. So, mit Amurs Seele muss ich reden. Kriegt dafür 18 Gold. Ja, das Gold ist jetzt aber auch wieder weg. Weil... Ja, warum? Weil ich die Skills jetzt upen kann. Ich bin ja jetzt Level 49. Und ihr seht es an der Quest. Dianak, das ist die nächste Instanz. Muss ich hier aber erstmal mein Inventar leeren. Und am besten verkauft man dann immer die Sachen, die niedriger sind. Haha, kann ich gar nicht verkaufen. War ein Boss-Drop. Ja. Das Gemälde kann ich auch verkaufen, das brauche ich nicht. So schön die Tränke sind, sie geben einfach ein bisschen was an Silber, deswegen verkaufe ich die auch. Einfach um mehr Platz im Inventar zu haben. Den nutze ich mal, danach kann ich den dann auch verkaufen. Dann habe ich wenigstens den Buff aktiv. Ja, hier den Stab kann ich auch verkaufen. Den brauche ich nicht mehr. Den Bogen verkaufe ich mal und den Streitkolben auch. Und schon, Leute, habt ihr viel Platz im Inventar.
Und in der nächsten Folge kann ich dann einfach direkt schön in die Instanz reingehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Yamael.